Hallo, schön, dass du wieder da bist auf meinem Kanal und vorbeiguckst zu diesem Video zum Thema Aszendenten. Ja, in der Astrologie gibt es sogenannte Big Three. Zu den Big Three gehört dein Sonnenzeichen, das ist dir bekannt, sehr wahrscheinlich als dein Sternzeichen. Und dann schaut man sich noch den Mond und den Aszendenten an. Diese drei heißen halt Big Three, weil sie sehr viel über dich und deine Person aussagen können. Und wenn du dich jetzt fragst, wo finde ich denn heraus, was mein Mond und was mein Aszendent ist, dazu brauchst du eine Horoskopzeichnung. Die kannst du dir kostenlos im Internet erstellen lassen. Du kannst einfach dem Link unten in der Infobox folgen, deine Daten eingeben und dir dein Horoskop kostenlos zeichnen lassen. Dann weißt du auch, wo dein Aszendent steht. Ja, ganz wichtig für diese Berechnung zum Aszendenten ist neben deinem Geburtstag und deinem Geburtsort vor allem die Geburtszeit. Weil dein Aszendent sich alle 1,5 bis 2 Stunden verändert, ist es sehr, sehr wichtig, dass du die genaue Uhrzeit für die Berechnung hast. Ja, in der Astrologie spricht man vom Aszendenten ganz oft auch von deinem Rising Sign. Das ist dein aufsteigendes Tierzeichen. Wir reden davon, von der Interpretation, wie du sozusagen in die Welt reinkommst. Also was der erste Eindruck ist, den du auf andere Leute machst. Also wenn du einen Raum betrittst, wie du vielleicht neue Situationen beginnst. Ganz oft auch, wie du optisch aussiehst, also man spricht auch dem Aszendenten, weil er dein erstes Haus mitbestimmt, wie du, also man kann ihm sogar Aussehen zuordnen. Ja, das ist alles eine Seite des Aszendenten. Die andere Seite wäre auch einer Ansicht der esoterischen Astrologie, dass der Aszendent vor allem einen Teil deiner Seele widerspiegelt. Also mit welcher Seele du in dieses Leben kommst, beziehungsweise was dein Versprechen ist, in welches Tierzeichen du hinaufwachsen möchtest in diesem Leben. Und deine Seele stalkt dich aber. Also dem Aszendenten würde man sozusagen zuschreiben, dass er versucht, dich in diesem Leben aufzuwecken. Und zwar immer mit bestimmten Herausforderungen oder mit bestimmten Themen. Das heißt, wenn ich dir jetzt was über deinen Aszendenten verrate, verrate ich dir also, wie deine Seele versucht, dich aufzuwecken. Das heißt, wir sprechen eigentlich von einem Teil deiner Persönlichkeit, der dir ein bisschen verborgen ist oder unbewusst oder noch nicht bewusst ist. Deswegen rate ich dir eben, wenn du dir die Big Three immer anschaust, deine Sonne, Mond und Aszendenten, dich insbesondere auch mit dem Aszendenten auseinanderzusetzen, weil wir, warum auch immer, ein bisschen diesen Teil unserer Persönlichkeit widerstreben. Also wir haben ganz oft Probleme, den als Teil unseres anzunehmen, weil er ganz oft für Imperfektion steht. Also irgendwie einen Teil repräsentiert, den wir nicht ganz annehmen wollen. Aber deswegen jetzt zu deinem Tierzeichen und was das alles für dich bedeutet in deinem Aszendent. Der Aszendent Steinbock, hast du diesen Aszendenten, dann geht es ja auch darum, wie dein erster Eindruck auf andere ist, also wie andere Leute dich im ersten Moment wahrnehmen. Und das ist beim Steinbock, sehr verantwortungsbewusst. Also wenn du in den Raum reinkommst, sehen die Leute dich als sehr, ja, sehr diszipliniert an. Also man sieht dir an, dass du unglaublich ehrgeizig bist und ambitioniert und eben, auch eine gewisse Seriousness. Also es geht so ein bisschen darum, der Steinbock ist ja auch nicht so spontan. Und ich glaube, den ersten Eindruck, den Leute von dir haben, ist halt, dass du, nicht unbedingt freundlich. Also ich glaube, das ist so, der Steinbock ist ja gar nicht unfreundlich, überhaupt nicht, aber der Steinbock ist halt auch nicht der, der jetzt auf die Party stürmt und sich in die Mitte schmeißt und sich vorstellt, sondern das ist eher so der, der dann so wartet, dass jemand vielleicht auf ihn zukommt. Der Steinbock wird vom Planeten Saturn regiert und das ist dann auch dein Herrscherplanet, also der Herrscherplanet deines gesamten Horoskops, weil es eben der Planet deines Aszendenten ist. Also Saturn nimmt einen maßgeblichen Einfluss auf dein gesamtes Horoskop. Und Saturn steht halt für Disziplin, also für alles, was Disziplin erfordert und somit ja auch Erfolg. Also es ist nicht nur immer negativ gemeint, sondern wirklich, dass man durch harte Arbeit auch Erfolge erzielt. Und der Steinbock ist eben der, der ja wirklich das Tierzeichen ist, das unglaublich ausdauerfähig ist. Und der reinen Optik, weil wir ja immer noch beim Aszendenten sind und der eben auch mitunter die Spitze deines ersten Hauses bildet, was eben deinen physischen Körper auch beeinflusst. Das kann also sein, dass du optisch unglaublich einen starken Körper hast, unglaublich sportlich, also sehr robust, auch sehr ein sehr definiertes Gesicht, also auch. grundsätzlich sehr schön. Also Steinböcke sind auch unglaublich attraktiv, gerade Männer, weil der Steinbock eine sehr, sehr männliche Energie hat. Also grundsätzlich eine sehr männliche Ausstrahlung, beziehungsweise sehr,
ja, sehr starke Ausstrahlung. Und wenn wir schon ganz genau sein wollen, also ich sagte ja schon, gute Ausstrahlung, gut aussehend und halt auch eine sehr schmale Nase. Also wenn man so auch an den Steinbock selbst denkt, hat er wirklich dieses schmale, lange, das kann unglaublich, also sehr präsente Knochen, Gesichtszüge und eben auch eine schmale Nase kann stark für den Aszendenten Steinbock zutreffen. Hast du den Aszendenten Steinbock, dann geht es wirklich darum, dass deine Seele sozusagen versprochen hat, in diesem Leben wirklich hart zu arbeiten und sich etwas aufzubauen, was von Dauer ist. Ja, das ist vielleicht ein Teil deiner selbst, den du dir noch gar nicht bewusst warst, dass es wirklich ein innerleres Bestreben von dir ist, langfristig für irgendetwas zu investieren, was später auch Früchte tragen wird. Also wirklich sowas wie Business. Also Business oder Arbeit allgemein ist dann ein großes Thema. Also der Steinbock regiert auch grundsätzlich ja, das Thema Arbeit, Karriere und aber auch die Öffentlichkeit. Was also der Aszendent Steinbock bei dir versucht, ist sozusagen gar nicht so negativ. Also der Steinbock hat nicht unbedingt so ein großes Ego. Also der versucht wirklich schon sehr seelenorientiert zu handeln. Also grundsätzlich etwas aufzubauen, was für alle von Vorteil ist. Also wirklich mit einem Sinn für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft, für die Öffentlichkeit. Aber was auf dem Weg eben passieren kann, ist, dass aufgrund der Neigung dazu nach Image, was der Steinbock einfach hat, weil er grundsätzlich sich viel auch über Materielles definiert, dass es passieren kann, dass du auf deinem Weg mit deinem Talent für Business, für Geschäfte, für Karriere, sonstiges, dass du dich in diesem Image, in den Äußerlichkeiten verlierst. Also deine Seele würde sozusagen dich immer wieder dem berauben oder dir immer dahingegen was zustecken, dass du dich darin nicht verlierst. Also dass du dort wirklich aufpasst, dass du mit offenem Herzen deine Arbeit leistest. Du hast unglaubliche Führungsqualitäten und deine Seele bittet dich einfach nur dabei darum, dass du trotzdem deine Familie nicht vergisst, dass du trotzdem noch mit offenem Herzen arbeitest und dass du dich eben nicht im Image und in Äußerlichkeiten verlierst und sondern immer noch deinen Fokus behältst in dem, was du eigentlich vorhast. Der Aszendent Steinbock ist also grundsätzlich super ambitioniert. Du bist wahrscheinlich auch sehr talentiert und wirst sehr wahrscheinlich sehr erfolgreich in deiner Arbeit sein, weil du einfach unglaublich gut bist in dem, was du tust. So, das war auch schon erstmal der Einblick in deinen Aszendenten von mir. Ja, ich hoffe, du hast jetzt auch daraus mitgenommen, dass es grundsätzlich einfach darum geht, welche Herausforderungen vielleicht dir immer wieder im Leben begegnen werden. Und dass es grundsätzlich darum geht, dass du dich diesen Herausforderungen stellst und wenn ja, dass du an diesen Herausforderungen wächst und dass du eben diesen Teil deiner Persönlichkeit auch mit einbeziehst und mehr Gehör schenkst und eben ja sozusagen in dieses Tierzeichen hineinwächst, dass das auch eine Ambition und ein Fokus in deinem Leben sein wird. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, werd doch gerne Teil unserer Astro-Community. Abonniere gerne meinen Kanal. Markiere dieses kleine Glöckchen daneben auch, damit du kein weiteres Video verpasst. Und ja, kommentier doch auch gerne, welchen Aszendenten du hast. Und lass mir einen Daumen da hoch. Und das war es eigentlich auch schon von mir. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.